Moin Leute, heute um 2 Uhr morgens, meine ich war es, ist der neue Trailer zu Spider-Man No Way Home erschienen, den ja schon so viele erwartet haben und da lasse ich mir natürlich nicht nehmen, auf das Ganze auch zu reagieren. Dementsprechend haben wir jetzt den Trailer vor uns und ich würde sagen, wir schauen da mal kurz rein und dann besprechen wir den. Also, Full HD ist schon, Vollbild und gib ihm. Okay, Doc Ock, Electro, haben wir schon mal drin. Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche, in der sich mein Leben normal angefühlt hat. Das war, als du es rausgefunden hast. Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist. Wer hat ihn verpfuscht? Bekamen wir ein paar Besucher. Green Goblin. Aus jedem Universum. Electro. Doc Ock. Hallo, Peter. Hallo. Du bist nicht Peter Parker. Sehr interessant. Wie war nochmal Ihr Name? Dr. Otto Octavius. Warten Sie, nein, ohne Witz, wie heißen Sie wirklich? Da draußen sind noch andere. Wir müssen sie zurückschicken. Denkmal für Captain America. Also, Scooby-Doo, zieh zurück! Wissen Sie, das ist eigentlich alles Ihr Chaos. Ich kenne selbst ein paar Zauberworte, angefangen mit dem Wort bitte. Bitte, Scooby-Doo, zieh zurück. Du fliegst hinaus in die Dunkelheit. Oh, da war James Jones Sinn. Zu bekämpfen. Was meinen Sie? Sie sterben alle im Kampf gegen Spider-Man. Das ist Ihr Schicksal. Es tut mir leid, Kleiner. Ja, mir auch. Nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht. Sie sind eine Gefahr für unser Universum. Ihr werdet mir das nicht nehmen. Electro? Peter. Oh. Du kämpfst mit dir. William Dafoe. Du hast alles, was du willst. Geil. Während die Welt dich zu einer Entscheidung zwingen will. Das ist alles meine Schuld. Ich kann sie nicht alle retten. Dann ist Sandman. Ach, das ist voll Amazing Spider-Man 2. Was passiert hier? Sie fangen an durchzukommen und ich kann sie nicht aufhalten. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Fangen wir mal von Anfang an. So, erstmal zurück, 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 zurück. So, erstmal der Dude. Ich denke nicht, dass das Norman Osborn ist. Also der eigentliche Green Goblin. Das hier könnte entweder tatsächlich Harry Osborn sein oder der Green Goblin aus dem Amazing Spider-Man-Universum. Dann würden die Granaten aber nicht passen. Ich sag jetzt einfach mal, es ist Harry Osborn, weil er scheint etwas jünger zu sein. Das heißt, Norman ist es schon mal nicht. Deswegen, entweder Harry oder halt der Green Goblin aus dem Amazing Spider-Man-Universum, wobei das schwachsinnig wäre, weil warum haben wir zwei Green Goblins? Und das, was einige vermutet hatten, dass Ned zu dem Hobgoblin wird, nee, das ist ja nicht. Das ist ja schon mal safe nicht. So, springen wir mal weiter. Hier haben wir schon mal Jamie Foxx war es, genau, als Electro. Sein Kostüm finde ich deutlich passender. Das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen stört, dass es so aussieht, als wenn seine Kraft auf den Arc-Reaktor basiert. So ein bisschen erinnert mich das Ganze an Iron Man 2, wo wir Whiplash hatten, der ja auch so ein bisschen die Technik von Tony Stark umgeändert hat, damit er halt diese Plasma-Peitschen hatte. Und hier scheint Jamie Foxx das Ganze umfunktioniert zu haben, damit er Elektrizität kontrollieren kann.
Weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Aber er sieht deutlich besser aus als Amazing Spider-Man 2. Dort war der einfach blau. Das sah ein bisschen strange aus. Und vor allem, was sehr schön ist, wenn er seine Kraft einsetzt, dann hat er auch diesen, in den Comics hatte der halt immer diesen ganz speziellen Anzug. Der hatte hier so einen lustigen Stern auf dem Kopf. Wartet mal, ich guck mal kurz, ob ich den finde. Electro Comic. Schauen wir nach, da haben wir es schon. Da. Wenn ihr euch das mal reinzieht, das. Und dann haben wir das hier. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Aber das finde ich schon mal cool, dass sie hier so einigermaßen Comic-akkurat versuchen zu sein. Das finde ich schon mal ganz schön. Ja gut, hier sehen wir Peter, wie er anscheinend vor einer schweren Entscheidung steht. Oder halt kurz danach. Eventuell hat er jemanden verloren. Seit ich von dieser Spinne gebissen wurde, hatte ich nur eine Woche. Genau, er wird ja von Mysterio revealed, dass Peter Parker Spider-Man ist. Das war, als du es rausgefunden hast. Da schwingen sie durch die U-Bahn. Als du den Zauberspruch verpfuscht hast, mit dem alle vergessen sollten, dass Peter Parker Spider-Man ist. Also anscheinend hat Peter tatsächlich Anteil irgendwie am Zauber, dass er halt anscheinend auch irgendwas sagen muss und durch seine Unentschlossenheit, dass er halt nicht will, dass wirklich jeder vergisst, dass er Spider-Man ist, scheint das Ganze dann wohl nicht zu funktionieren oder nicht funktioniert zu haben. Und dementsprechend hat das Ganze dann, ja, dieses Chaos ausgelöst. Die Frage ist halt immer noch, warum macht Dr. Strange das, wenn er weiß, dass er das nicht machen sollte und wenn er weiß, dass es gefährlich ist, im Multiversum rumzufuschen, das ist noch so ein bisschen schwierig. Bekamen wir ein paar Besucher. Aber warte mal. Moment. Gehen wir nochmal zurück auf Dr. Strange. Da. Trägt er da das iPhone Agamotto? Warum trägt er das, wenn der Time Stone doch kaputt ist in dem Universum, wenn ich mich nicht täusche? War das nicht so, dass in dem Hauptuniversum, in Endgame, der Time Stone zerstört wurde mit Thanos zusammen? Beziehungsweise Thanos hat ja die Stones zerstört, genau. Deswegen war der auch so leicht kaputt schon. Und Captain America hat ja die ganzen Steine wieder in ihre jeweiligen Universen zurückgebracht. Warum hat er hier dann das Ei auf Agamotto? Falls einer von euch weiß, schreibt es gerne in die Kommentare, falls ich was übersehe. Aber ich meine, das sollte eigentlich nicht so sein, oder? Bekamen wir ein paar Besucher. Ja, hier haben wir die Bombe von Green Goblin. Aus jedem. Ja, da ist er auch, ne, in seinem alten Design. Universum. Und jetzt haben wir auch die Bestätigung, dass Peter nicht in die Universen der anderen kommt, sondern genau umgekehrt. Hier hat er anscheinend auch einen Anzug an, der irgendwie Elektrizität aushält, / absorbiert in irgendeiner Form, denke ich mir, wegen den ganzen goldenen Leitern. Das sieht irgendwie dann auch aus. Da haben wir Otto Octavius. Hallo Peter. Hallo Peter. Und hier auch, du bist ja gar nicht Peter. Ja. Entschuldigung, wie war nochmal Ihr Name? Dr. Otto Octavius. Das ist ein bisschen schwierig. Dass die halt, dass das halt irgendwie so eine komische Szene ist, wo die sich jetzt über den Namen von ihm lustig machen, finde ich, glaube ich, nicht so cool. Weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt machen muss. Nein, ohne Witz, wie heißen Sie wirklich? Das ist ganz witzig, dass sie halt jetzt hier so ein Denkmal für Captain America bauen. Das ist ganz cool. Da draußen sind noch andere. Wir müssen sie zurückschicken. Ja, da sehen wir auch Electro, der sich gerade auflädt, was das hier ist. Also? Keine Ahnung, sieht aus wie eine Art Zauber von Dr. Strange, den er bekommen hat, um die ganzen Bösewichte quasi in ein Universum wieder zurückzuverfrachten. Vielleicht irgendwie mit einer Art Zauberpunch oder so. Scooby-Doo, zieh zurück! Wissen Sie, das ist eigentlich alles Ihr Chaos. Ich kenne selbst ein paar Zauberworte, angefangen mit dem Wort Bitte. Bitte, Scooby-Doo, zieh zurück.
Ja, das hier ist schon wieder ein erstes Indiz für Sandman, den sehen wir auch später. Daily Bugle haben wir auch. Dann haben wir hier J. Jonah Jameson, gespielt von J.K. Simmons wieder, finde ich sehr cool. War eine sehr coole Rolle für ihn. Hinaus in die Dunkelheit. Dann Sandman. Um Geister zu bekämpfen. Was meinen Sie? Sie sterben alle im Kampf gegen Spider-Man. Das ist Ihr Schicksal. Es tut mir leid, Kleiner. Ja, mir auch. Nicht. Jetzt klaut er halt diesen lustigen Würfel. Ich nehme an, der hat auch irgendwas damit zu tun, dass wir die Bösewichte wieder zurückschicken wollen. Wirkt auf mich so ein bisschen wie bei Ghostbusters, das Teilchen, womit die die Geister einsperren. Vielleicht kann er da dann die Bösewichte in irgendeiner Form einsperren oder so, wäre ganz lustig. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht. Und das erklärt auch so ein bisschen den Konflikt zwischen den beiden. Peter will halt anscheinend die Bösewichte nicht umbringen und Dr. Strange sagt ja doch, das passiert halt, weil ist halt ein fixer Punkt in der Zeit wahrscheinlich. Und Peter versucht es aber zu verhindern und da könnte dann auch später was ziemlich Böses passieren. Sie sind eine Gefahr für unser Universum. Ihr werdet mir das nicht nehmen. Peter. Anscheinend hat Elektro gerade auch einfach mal Doc Ock angegriffen oder es war aus Versehen. Du kämpfst mit dir. Du hast alles, was du willst. Seine Stimme ist so cool, seine Synchro. Wenn die Welt dich zu einer Entscheidung zwingen will. Das sieht auch so aus, als wenn da irgendwas passiert. Da haben wir den Lizard hier von Amazing Spider-Man 2, Electro, Sandman in der Mitte, genau. Das ist alles meine Schuld. Ich kann sie nicht alle retten. So, hier gibt es jetzt kurz einen Punkt, der hier jetzt nicht im Trailer drin ist, glaube ich. Nee, ist nicht, genau, wurde weggeschnitten. Und zwar habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, gibt es eine Szene im Trailer, die hier jetzt nicht vorkommt, wo der Lizard so ganz ruckartig aber mal nach hinten guckt quasi, also seinen Kopf so wegdreht und da wird vermutet, dass ja gut, es wird auch immer wahrscheinlicher, wenn man sich mal anguckt, wo die alle hinschauen, dass hier quasi die anderen beiden Spider-Man einfach rausretuschiert wurden, also Andrew Garfield und Tobey Maguire, so. Weil hier haben wir ja, wie Tom Holland in der Mitte ist, der will anscheinend zu Sandman, so. Dann haben wir oben Electro, der guckt nach vorne und nicht nach unten, wo er eigentlich hingucken müsste, wenn wir nur einen hätten. Das heißt, hier oben müsste noch irgendwas sein, wo er hinguckt. Wahrscheinlich Tobey Maguire. Hier unten haben wir den Lizard, der guckt auch nach vorne und nicht zu Tom Holland. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich Andrew Garfield. Sehr wahrscheinlich. Weil warum sollte die Echse nach vorne gucken, wenn in der Mitte Tom Holland ist, der die jetzt gerade angreift? Das macht keinen Sinn. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass nur im Finale die beiden anderen Spider-Man zur Hilfe kommen und Peter helfen. Unserem Peter, Tom Holland. Mein Hot-Take. Ja, hier haben wir jetzt eine ganz klare Anspielung an Amazing Spider-Man 2, das Ende. Dort kam es ja auch dazu, dass... Warte, so. Dass Gwen Stacy diesen... was war das? Uhrenturm runtergefallen ist, ja, weil der lustige Goblin, der hat sie halt da irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das genau vonstatten ging, ich glaube, der hat die da reingeschmissen, sie ist runtergefallen, Peter hat versucht, sie zu retten und das hat aber nicht mehr ganz geklappt. Ist auch eine Anspielung auf die Comics. Und hier haben wir jetzt eben eine sehr ähnliche Szene. Dementsprechend ist es jetzt auch die Frage, kann Peter MJ retten oder nicht? Ist es die Mary Jane, die wir kennen oder nicht? Wahrscheinlich. Und ja, hat das denn jetzt endlich mal Konsequenzen für den Guten? Weil in den letzten Filmen, deswegen mochte ich die auch nicht ganz so gerne. Also, hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Ich mag die trotzdem irgendwo. Ich gucke sie mir auch an. Allerdings habe ich immer das Gefühl, mir fehlt irgendwas bei den Filmen. Und das ist, liegt, glaube ich, an zwei Punkten. Einmal, Spider-Man war halt nie Spider-Man. So wirklich, weil im Endeffekt war halt immer jemand da, der die ganze Geschichte so ein bisschen überschattet hat. Im ersten war es halt Iron Man, im zweiten war es auch Iron Man im Prinzip. Und dass es keine Konsequenzen für ihn gab bis jetzt, so wirklich. Und die Konsequenz aus dem letzten Spider-Man wird hier ja so ein bisschen wieder aufgehoben, hat aber zur Konsequenz, dass halt die Bösewichte kommen. Und wenn das dann final darin enden würde, dass MJ stirbt, wäre das natürlich ziemlich krass.
Jetzt kommen wir zum interessantesten Shot vom Trailer. Den nämlich. So. Was hat es damit auf sich? Ich habe eine ganz, ganz witzige Vermutung. Und zwar genau zwei Stück. Ich habe gerade eine gesagt, aber ich habe zwei. So. Die erste ist, dass Peter wirklich versucht, diesen fixen Punkt irgendwie aufzulösen, was wir auch schon in der What-If-Folge mit Dr. Strange gesehen haben, indem er halt dafür sorgt, dass die Bösewichte halt irgendwie in irgendeiner Form alle überleben. Und dadurch zerstört er halt langsam das Multiversum, Schrägstrich Universum von ihm. Oder durch diesen Kampf zwischen den allen, also den Spider-Man und den Bösewichten der Sinister Six, in dem Fall Exe, Sandman, Electro, Goblin, Exe, Sandman, Goblin, habe ich noch jemanden vergessen? Doc Ock, genau. Da fehlt ja nur noch einer. Venom, der ja gerade anscheinend auch hier im Universum ist, vermutlich. Wenn er dann auch wirklich Teil der Sinister Six wird. Und ja, dass durch diesen Kampf langsam aber sicher das Gefüge des Multiversums oder ihres Universums auseinanderbricht und es immer vermehrt dazu kommt, dass halt diese Universen irgendwie sich gegenseitig auffressen. Das könnte natürlich auch sein, weil hier im Hintergrund sehen wir auch diesen Raum, glaube ich, in dem The Watcher war, also der Raum zwischen den Räumen, zwischen den Universen, genau. Das sieht so ein bisschen danach aus und könnte ich mir gut vorstellen, dass dann hier langsam aber sicher alles in sich zusammenbricht und Peter die Entscheidung treffen muss. Vielleicht auch hängt das irgendwie mit Mary Janes, MJs Unfall zusammen, ob er sie vielleicht sterben lassen muss, damit alles gut ist oder nicht. Wer weiß. Kann man nicht so genau sagen. Wäre aber eine ziemlich coole... ein ziemlich cooler Plotpoint, wenn er sagen müsste, okay, lass ich jetzt MJ sterben, dafür rette ich aber das komplette Universum oder Raum-Zeit-Gefüge oder lasse ich sie halt, oder rette ich sie und ja, alles geht halt kaputt. Was passiert hier? Das muss man halt dann gucken. Sie fangen an durchzukommen und ich kann sie nicht aufhalten. Sehr interessant ist, dass er hier sagt, sie fangen an durchzukommen und ich glaube, er meint tatsächlich die Multiversen. Die anderen Universen. Und wenn das der Fall ist, wäre das sehr interessant. Ich glaube auch tatsächlich, dass das Ende von Spider-Man No Way Home direkt in Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness einhergehen wird. Dass wir hier vielleicht sogar einen Cliffhanger haben, der dann halt mit Doctor Strange 2 aufgelöst wird. Ich meine, der Film heißt ja nicht umsonst Multiverse of Madness. Wir sehen hier gerade offensichtlich irgendeine Form von Madness mit dem Multiversum. Dementsprechend wäre das natürlich sehr naheliegend, wenn das jetzt hier passieren würde. Und ich denke, dass dieser Film doch größer, beziehungsweise der größte Film der vierten Phase sein wird. Rein was die Tragkraft für das gesamte MCU angeht. Bis jetzt. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Und schau ihn mir natürlich im Kino an und werde dazu dann auch ein Video machen natürlich. Ja, 15. Dezember ist es soweit, also in einem knappen Monat. Schreibt gerne in die Kommentare, freut ihr euch schon auf den Film. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was daraus wird. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder und macht's gut. Ciao.